plötzlich passiert es. Mitten im Leben, irgendwo auf der Straße. Und dir gehen tausend Sachen auf einmal durch den Kopf. Da klappt einfach einer zusammen. Was tust du in so einem Moment? Genau, erstmal den Notarzt rufen. Dann den Typen wiederbeleben, am besten mit einem Defibrillator. Gibt's überall, wo du diesen grünen Blitz siehst. 112, der Doc ist gleich da. Ich habe einen Passanten gebeten, mir kurz zu helfen. Einfach 100 Mal in der Minute kräftig auf die Mitte des Brustkorbs drücken, also da, wo das Herz drunter liegt. So, wo gibt's einen Defi? Kannst du auf dem Handy checken oder dich einfach umschauen nach dem grünen Symbol. Da drüben. Ich habe den Koffer aus dem Kasten gerissen. Ging ganz einfach. Das ist also ein Defi, eine Art elektronischer Notarzt. Aber ich hatte Angst. Darf ich das überhaupt? Kann ich da irgendwas falsch machen? Alles kein Problem. Der Defi sagt dir ganz genau, wo es lang geht. Nun mach schon, jede Minute zählt. Und hör dem Defi gut zu. Elektrode wie abgebildet aufkleben. Fest auf den entblößten Brustkorb drücken. Schock empfohlen. Unbedingt Abstand zum Patienten halten. Blinkende orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Der Typ wachte wieder auf. Cool. Ich habe ihn mir mal genauer angesehen. Wahnsinn. Das bin ich ja selbst. Und dann habe ich es verstanden.